Hallöchen, liebe Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video des Swords of Ditto Mormus Curse. Das ist echt Mormus Curse, tatsächlich, das heißt Mormus Curse. Ich dachte mal Mormus Curse. Ob es ein Let's Play wird oder nur ein angespielt? Mal gucken. Werden wir sehen. Das Spiel habe ich mir damals gekauft für ein paar Euros, weil ich es eigentlich mit einem Kumpel in einem Together spielen wollte. Hat dann aber nicht so funktioniert, weil das Spiel an sich keinen integrierten Koop-Modus hat. Der Koop-Modus wird dann irgendwie lediglich über entweder Steam Remote Play oder wie haben wir es damals, so ein anderes Programm. Mir fällt der Name nicht ein. Parsec war es, glaube ich, nicht. Parsec war für was anderes gewesen. Egal. Genau, dann haben wir gesagt, okay, ja, funktioniert nicht so geil. Und deswegen habe ich es dann tatsächlich auch nicht mehr weitergespielt. Ich habe hier, wie gesagt, nur ganz kurz angefangen gehabt. Nicht mal 5 Minuten gespielt wahrscheinlich. Deswegen fangen eine neue Geschichte an. Ich meine, wir machen es mal ganz kurz auf dem letzten Platz. Nicht, dass ich es aussehen immer verklicke oder so. Heldenmodus. Wer im Heldenmodus spielt, erkennt an, dass der Tod des Endes und die Zeit immer gegen uns ist. Das heißt also Dauertod, ne? Der Modus für die meisten Abenteuer empfohlene normale Modus bietet eine ordentliche, aber faire Herausforderung. Wenn du das locker angehen und die Sehenswürdigkeit bewundern möchtest, im entspannten Modus ist den Ditto alles etwas ruhiger. Diese Option kann jederzeit im Optionsmenü geändert werden. Okay, wir lassen den normalen Modus natürlich und werden uns mal angucken, was das Spiel so zu bieten hat. Aufwachen! Wach auf! Ich glaube, man kann auch mit Tastatur spielen, aber... Hey, Dornröschen, aufwachen! Ich glaube, man kann das irgendwie an einem Rechner zu zweit spielen, irgendwie so, ne? Einer kann mit Tastatur, der andere irgendwie mit Maus oder mit Gamepad oder so spielen. Aber mal kicken! Sag nicht, dass wir schon beim ersten Hindernis gescheitert sind. Vielleicht muss ich ihm einfach mal die Nase zu... Ist aber fies. Der sieht aus wie ein Zombie, der hat rote Augen, oder? Bro, der hat rote Augen! Zombie! Nichts bringt jemanden schneller wieder zu Sinn als Sauerstoffmangel. Okay, guten Morgen, Schlafmütze. Schön, dass du endlich ansprechbar bist. Gut, die wichtigen Dinger zuerst. Wir müssen jetzt erstens das Schwert beschaffen. Siehst du das leuchtende Schwert da? Folge ihm. Aber ich bin mal wieder viel zu schnell, oder? Muss das Lampenfieber sein? Wir haben allerdings eine Menge zu bereden und sollten uns schon mal auf den Weg machen. Oh, und ich sollte mich wohl vorstellen. Ich heiße Poku. Freut mich, dich kennenzulernen. Und jetzt lass uns in die Stadt gehen. Ich glaube, wir können, genau. Ich kann mit WASD, kann ich mich steuern. Dieses Schwert muss ich verfolgen. Was habe ich denn hier? Ach, guck mal, gleich am Anfang Secret oder wie? Okay, wir folgen einfach mal straight diesem Schwert und werden uns dem Rest später widmen. Das sieht also ein bisschen aus wie Zelda. Mit dem ganzen Gras. Ich glaube, das Gras kann man bestimmt kaputt schneiden, oder? Ah, sieht sowas von aus. Ich hab Bock, dieses Gras kaputt zu schneiden. Komm, jetzt ein Schwert! ja. Genau, ich glaube, bis hierhin habe ich gespielt, habe mir diese Cutscene noch angeschaut und dann habe ich aufgehört, weil wir dann gesehen haben, okay, ja, mit dem Korb ist es halt doch noch nicht so. Dittonglingen. Dittonglingen. Das ist die größte Stadt auf der Insel. Aber für eine Tour ist später noch Zeit. Gehen wir erstmal zur Statue. Okay. Ich kann nicht interagieren. Wahrscheinlich wirklich, dass wir noch nichts machen können sonst. Der Dittomat. Ah, ja, Ditto scheint dann die Welt zu sein, ne? Das Swords of Ditto. Erkazu. Okay, ne. Die Steuerung ist nicht Enter. Oh! What? Aktion, Angriff, Rolle, Spielzeug. Na gut, dann machen wir es halt so mit den Pfeiltasten. Ah, okay, nee, das ist natürlich doof. Nein, hör auf damit! Oh, ich bitte dich, also. Einfach mal kurz die Steuerung hier einstellen. Aktion ist Ehe, Angriff ist nicht. Ja, das können wir mir auf Z machen. Rolle können wir steuern lassen. Spielzeug C, Gegenstand 1, 1, 2, 3, 4. Schnellheilung V, können wir mal auf H machen. Karte ist M, nächstes Menü Tab, das finde ich jetzt nicht verkehrt.
AE. Hm, naja, okay. Ja, Tastatur halt, ne? Wir beten. Als du das Schwert ergreifst, spürst du, wie eine geheimnisvolle Macht durch deine Adern fließt, die dir die Kraft deiner Vorgänger verleiht. Du bist zum Schwert von Ditto geworden. Boah, was haben wir tatsächlich jetzt ein Mate? Das finde ich jetzt nicht so geil. Tada, Sino, wie du dastehst, so glänzend und heldenhaft. Ich sollte dir jetzt mal ein paar Sachen erklären, was? Auf Ditto liegt ein Fluch. Alle 100 Jahre erhebt sich die fiese Hexe Mormo, um ihren bösen Einfluss im Land zu verbreiten. Böse Kräfte ohne Gegengewicht sind irgendwie unfair, deswegen erhebt sich auch ein Held oder eine Heldin, das Schwert von Ditto, um gegen Mormo zu kämpfen. Und ihre bösen Pläne zu durchkreuzen. Hinweis, das bist du! Ich weiß, du wurdest gerade erst angespült und das muss ziemlich verwirrend sein, aber ich mache die Regeln nicht und es gibt auch keine Beschwerdeabteilung. Du willst wissen, was an der Mormo so schlimm ist? Naja. Es weicht ein bisschen vom Drehbuch ab, aber warum zeige ich es nicht einfach? Ist bestimmt besser, als mir weiter zuzuhören zu müssen, was? Dann komm zu ihrem Palast, geht's hier lang. Wo denn? Bro, ich hoffe nicht, Alter. Okay, ich habe keine Ahnung, wo ich lang soll. Mich irritiert, dass wir auf einmal zwei Leute sind. Kann ich den anderen irgendwie wieder löschen? Das geht gar nicht, Alter. Kann ich wieder rauskanten? Okay, da oben muss ich hin. Ich möchte den gerne rausschmeißen. Das ist ungeil. Vor allem, der kommt jetzt halt immer mit, ne? Wie habe ich darauf gedrückt, dass ich den bekommen habe? Das darf ich halt nicht mehr machen, ne? Wir müssen erst den Palast ansehen, bevor wir weitermachen. Muss ich rollen? Ein Dump. Okay, dürfte ich bitte kurz einen Save haben und meinen anderen Charakter rausschmeißen? Wir können auf jeden Fall das Gras gewonnen, aber es scheint nichts drin zu sein. Nischt! Boah, geht der mir auf die Eier, ey. Muss ich zwei Leute steuern? Wie kann man... why? Warum kann ich den nicht rausschmeißen? Verstehe ich halt nicht. Wo bin ich eigentlich? Wie bin ich denn dahin? Ja, hier muss ich lang. Ich will nur mal kurz die... Ach, hier ist das Schwert. Ich will nur kurz die Map mal wechseln. Boah, ist das ätzend. Hier? Hat er gespeichert? Ja, wir waren Gegner. Seht ihr nur mal all diese schrägen Vögel an. Schätze, sie spüren, dass ihre fiese Herrin bald zurückkehren wird. Schauen wir uns den Turm an. Mal sehen, ob sie schon was getan hat. Aber sehr vorsichtig, es wäre echt blöd, wenn du gleich bei der ersten Herausforderung sterben würdest. Ist aber nicht so schlimm, weil wir immer wieder belebt werden. Den nicht rausschmeißen kann, verstehe ich halt nicht. Hau ab mit dem, Alter. Ah ne, ich werde den blauen mal kurz den gelben mal kurz sterben lassen. Wie? Machen wir gar nichts oder was? Okay. Dann gehen wir mal rein. Die machen wie gar nichts. Ich muss die wahrscheinlich alle killen. Ich habe natürlich den ganzen Anfang nicht richtig abgrasen können, weil der Typ nervt mich einfach hier.
Dass wir einfach zu zweit sind. Warum kann ich die nicht rausschmeißen? Ich würde halt gerne einen Speicherpoint haben, um mal kurz rauszugehen. Damit wir wieder ins Game wieder reinkommen, weißt du, wieder ganz frisch. Ups. Willst du mich killen? Hat einfach gar nichts. Bisher habe ich ja noch nicht so was wie eine HP-Leiste gesehen, ne? Pretty good. Naja, das bringt halt bei dem nicht so viel, ne? Also ich muss halt erstmal dieses Monster hier killen. Weil der mal wieder neue nachspawnt. Mashallah, weg mit dir. Immer noch eine verdächtige Vase. Hast du jemanden zu verstecken, du kleiner Feigling? Komm her jetzt. Platsch. Und mich würde auch interessieren, was passiert, wenn wir sterben sollten. Weil ich habe halt von ihm gehört, dass man halt irgendwie wieder von vorne anfängt, allerdings irgendwie stärker oder so, ne? Roguelike ist jetzt nicht so mein... Roguelite ist jetzt nicht so mein... Oder ne, ist tatsächlich Roguelike. Ja, unser erster Gegner. Wir sind einfach beide runtergefallen. Aber die sind weiterhin sehr freundlich. Gucken wir einfach mal. Wir sind ja leider zu zweit. Wie gesagt, das nervt mich total. Kommt jemand raus? Ach verdammt, du musst diese Dinger anzünden, um durch diese Tür zu kommen. Hast du so viel was dabei, mit dem man Feuer machen kann? Okay, C ist jetzt nicht mehr eine Fackel. Es ist... Nee. Ja, mit X kann ich mit ihm auch angreifen, okay. Mich rollen? Ah, wir haben verschiedene Stockwerke, nice. Ah, okay. Eins. So. Zwei. Ah, okay. Ah, das sind die Tasten, da logisch. Also, eins. 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 Eins! Nehmen wir da nicht, ne? Ah, jetzt funktioniert es hier, oder was? Okay, die Steuerung ist, ich weiß nicht, jetzt funktioniert es wieder nicht, wenn ich 3 drücke. What the fuck? Ach guck mal doch, ich muss sie jetzt... Ach guck mal doch, jetzt muss ich sie nutzen, ne? Wie hab ich denn gerade gemacht? C. Ah, okay. Immer das, was ausgewählt ist, unten links. Ihr seht, jetzt ist Dings farbig, jetzt ist der Bogen farbig, der wird immer benutzt. Understand, ich understande. Und da haben wir den Bossgegner wahrscheinlich. Hey, Momo. Hä? Ich hätte wissen sollen, dass du das warst, Poco. Ungeziefer kann man eben nicht ewig fernhalten. Tja, mit Ungeziefer kennst du dich ja aus. Oh Mist, ich hätte mir vorher was Besseres einfallen lassen sollen. Wie du siehst, bin ich wieder da. Was wohl bedeutet, dass dein kleiner Lakai ebenfalls hier ist, hm? Ja, du musst Pokos neueste kleine Spielzeuge sein. Ja, freut. Ich hoffe, sie hat dir erklärt, worauf du dich da eingelassen hast, oder? Ich mag Spielzeuge nicht besonders, musst du wissen. Sie sind eine Ablenkung, sie bringen den Leuten Freude, unbeschwertheit, Hoffnung. Das sind Werte,
die für meine trottligen Anhänger keine Rolle spielen sollten. Dieser Sound von dem Text, der hier gerade vorgeht, ist ja voll räudig. Also werde ich an dir ein Exempel statuieren, du kleines Ding. Ich werde dir jede Naht auftreten, die dich zusammenhält. Ich werde dir einen kleinen Knopfwang aus dem Gesicht reißen und dann werde ich jeden Krübel der Füllung nehmen und alles in die vier Himmelsrichtungen zerstreuen. Damit jeder weiß, wozu Hoffnung führt. Moment mal, du bist ein Spielzeug? Wow, das ist auf jeden Fall das erste Mal, dass das Schwert von Ditto ein Spielzeug ist. Natürlich ist er kein Spielzeug, das war eine Metapher, du Hirnrissiges! Tief einatmen und ausatmen. Da du aber schon hier bist, warum ersticke ich die Sache nicht einfach im Keim und spare uns allen Zeit? Bitte entschuldige, Schwert ist nichts Persönliches. Hey, das ist nicht fair. Tod. Das Schwert fällt. Ja, das war's gewesen, wir haben verloren. Das war's mit dem Spiel gewesen. Und so fiel das Schwert zu Boden mit fahlem Licht und stumpfer Klinge, wie so viele zuvor und so viele danach. Da niemand mehr ihre Auferstehung verhindern konnte, packte Momo das Land mit ihren Tentakeln in der Finsternis. Die Leute senkten voller Angst den Kopf und hofften still, dass das Schwert eines Tages wiedergeboren werden würde. Und 100 Jahre vergingen. 100 Jahre später. Gerade als die letzten Funken Hoffnung dabei waren zu erlöschen. Ein Baby! Nee, es ist ein Baby, nee, es ist kein Baby. Mann, ich sollte öfter die unheimliche geisterhafte Stimme sein. Egal. So, hallo, Zeit, dass wir gehen. 100 Jahre habe ich auf einen weiteren Anlauf gegen Momo gewartet. Also lass uns loslegen. Yeah, ist gar kein Baby. Okay, Bro. Sind wir wenigstens wieder alleine. Hier ist es inzwischen ganz schön eklig. Erstaunlich, dass du Momo in einem Jahrhundert mit einem Ort anstellen kann. Was, du hast keine Ahnung, wer ich bin oder was du hier machst? Na schön, ich gebe dir eine Kurzeinführung bereit. Du bist das neueste Schwert von Ditto. Kurz gesagt, lauf rum, bestehe Prüfung, mach Momo Platz, kehre zu deiner Erwartung zurück, bla bla bla. Hör mal, ich weiß ja, das geht... Dir geht es ein bisschen zu schnell, wir haben sehr wenig Zeit, okay? Sobald du das Schwert in der Hand hältst, erinnerst du dich wieder an alles. Muskelgedächtnis oder so. Keine Ahnung. Das Schwert sollte bei seinem letzten Besitz sein, also auf dem Friedhof. Folge meinem Marker. Ah ja. Okay. Auf geht's zum Friedhof. Ja, man wüsste wohl lang, oder? Bro, ist ja nervig. Ich weiß nicht, wo lang. Ich soll nach oben rechts, aber ich habe keine Ahnung, wie ich da hinkomme. Ja, ja, ja. Dann zeig mir doch, wo es lang geht, du Kackschwert. Da oben jedenfalls nicht. Dark. Ja, es ist dunkel geworden. 100 Jahre Unterdrückung. Und da sind Bowlingkugeln. Und alles ist einfach wieder... Alles ist verloren. Gibt's doch keine Rennfunktion leider. Sehr bedauerlich. Da ist der Friedhof. Ah, ich habe ein komisches Gefühl im Bauch und ich glaube nicht, dass es an den Dungresten liegt, die ich zum Frühstück hatte. Lass uns zu dem Grab gehen, bevor irgendwas Ekliges rauskriecht. Da ist das Schwert. Als du das Schwert vom Grab nimmst, spürst du, wie eine geheimnisvolle Macht durch deine Adern fließt, die dir die Kraft deiner Vorgänger verleiht. Du bist zum Schwert von Ditto geworden. Respekt zollen. Tada, wir haben nicht unser Schwert von Ditto. Unsere Umgebung verrät es vielleicht schon, aber das letzte Mal lief es nicht so gut. Immerhin wirst du es schwer haben, dich noch dümmer einzustellen. Ach, ich fange wieder an zu plappern. Wir müssen in die Stadt, damit wir uns ein wenig orientieren können. Ich markiere sie auf deiner Karte. Okay. Wir haben kein Gold. Keine Golde. Okay, der alte Kerl sollte in der Halle der Schwerter sein. Schauen wir mal nach.
Oh, da wir schon mal hier sind, holt das ja auch ein Reisekasu. Das wird ja auf Dauer viel Lauferei ersparen. Ach so, da kann man reinsteigen, ja. Und es lohnt sich, einen Blick in die Spielwarenladen zu werfen. Natürlich aus rein beruflichen Gründen. Ich würde sagen, wir gehen gleich erstmal in den Laden rein. Dittorfserlen. Kann ich versinken? Nee. Wir sind nur einfach ultra langsam. Lassen Sie mich hier rein und schauen, was Sie da haben. Neukunde.bat. Willkommen, dies ist der Spielwarenladen. Eine Nerbwurm habe ich bekommen. Peng. Schaumstoffgeschosse richten keinen Schaden an, können aber weit entfernte Ziele treffen. Okay. Altkram. Bat hört zu einer Fackel. Der hiesige Wetter kannst du über. Ja, okay. Ich will aber andere Dinge kaufen. Zukaufbar. Dieses Ding, der Spielzeug kann mit Materialien aufgewertet werden, die auf der Insel zu finden sind. Alle Einkünfte aus Auswertung fließen in den Betrieb des Prüfungssystems. Spielzeuge ausprobieren. Oh. Vinyl Frisbee. Was haben wir noch? Der Fuß. Ätherbombe, Bombenbomben, Fernzünderlamine und eine Aufziehmaus. Und wie können wir es aufwerten? Keine Aufwertungsmaterial, ja gut. Ich wollte ja auch nur gucken, was das so kostet. Und wo wir, was für Materialien es sein könnten. Gras. Aber bisher habe ich noch nichts gefunden. Oh, ich habe eine Münze gefunden. Nice, endlich eine Münze, Leute. Noch eine Münze. Ich hätte ganz gerne so ein Auswertungsmaterial, weil da ist Keks. Nom. Einmal nur, um zu schauen, wie das aussieht. Ah, ich weiß, da ist eine Münze. Da ist sogar eine Goldmünze mit 2 Gold. Ah, hier, okay, ein Keks einfach nur zum Futtern. 100 Leben. Es gibt nicht 100 Leben, Mann. Das zeigt mir einfach, wie viel es geben würde. Wenn ich den Leben verloren hätte. Weltstufe 1, Ära 2, Äther Stufe 1, Zielstufe 6, Tag 0. Nee, ich bin von dem Game nicht ganz überzeugt, muss ich gestehen. Nicht wirklich, vor allem wenn ich jedes Mal aus Versehen diese Taste drücke, wo ich dann einen zweiten habe und ich hier nicht wegschicken kann. Nervt das hart, muss ich sagen. Das war sehr hart. Aber schon 8 Münzen immerhin. Ja. Ja, mein Sternchen. Ah, finde und besiege 10 Stänke für Olivia. Okay. Also überall, wo ein Sternchen drüber ist, die haben Aufgaben für uns. Sehr gut zu wissen. Genau, wir sollten uns noch einen R-Kazu kaufen. Oh, echt, das bekommen, ja. Ach, das ist eine Flöte. Ah ja. Okay, die ist aktiviert. Wenn sie die Flügel wibbeln, dann geht's. Und dann können wir hin und her switchen. Was haben wir hier noch Schönes? Worauf bist du aus? Oh nein, das will ich nicht. Ein Burger. Ein Burger. Ja, meine lieben Freunde, Swords of Ditto. Bin auch unentschlossen. Ich denke aber tatsächlich, dass wir davon kein Let's Play machen. Ich mag die Steuerung nicht so wirklich. Gerade wenn wir 2 Leute haben, ist es eine Katastrophe, finde ich. Tja, ich habe es mir 5-mal angeschaut. Und ja, gibt's auf Steam das Game. Ich kann mal gucken, für wie viele Taler. Und zwar für 12,49. Ich glaube, ich habe es irgendwie im Sale für 6 Euro oder so gekauft. 12,49. Also aktuell sehe ich mich jetzt nicht in dem Game, muss ich gestehen. Vielleicht irgendwann später mal. Aber zum jetzt, vor allem, dass man nicht rennen kann, ist ziemlich nervig. Weil er einfach ultra langsam ist. Hey, wie könnte ich denn aus Versehen den anderen Typen rufen?
unterwegs, aber ich kann ihn wieder nicht mehr entfernen, ne? Kann ich ihn einfach eine Rolle machen? Kann ich halt nicht mehr entfernen, ne? Das ist super nervig. Nee, auch nicht. Okay. Ja, also ins lokales Koop-Game, sicherlich ganz cool. Ja, dann würde ich sagen, danke fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das war es mit dem Angespiel von Swords of Ditto gewesen. Ist doch nur ein Angespiel geworden. Und bis zum nächsten Mal, Leute. Haut da rein. Ciao, ciao.